Moin, hi, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem Duell der Matchtags Extra 15-16 gegen die Matchtags Extra 2020-2021er Serie. Und welche Serie sich am Ende durchsetzen wird, sehen wir natürlich nach dem Intro. Jawolski, Leute, ein Duell Matchtags Extra 15-16 gegen Matchtags Extra 2020-2021. Bei Dennis heißt das ganze Unboxing Battle, bei mir hieß es eine Zeit lang Battle of the Booster. Ich weiß nicht, ob ich es weiterhin so nenne, ich schätze mal schon. Ihr kennt das Prozedere, drei Booster, der beste Spieler tritt aus diesem Booster gegen den besten Spieler aus diesem Booster an. Und das machen wir heute in der Retro Edition. Wenn ihr Bock habt, dass Retro-Serien gegen aktuellere Serien antreten, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde gerne sagen, wir schnacken nicht lange rum. Jeweils 30 Karten pro Seite erwarten uns jetzt hier. Oh, und wir starten Bayern Mittelfeld. Das könnte natürlich jetzt hier schon mal direkt krachen. Für die Matchtags Extra Serie. Der Serie 15-16. Und wir starten einmal rein. Mit Christian Schulz für Hannover, die kleben ganz schön hier gerade aneinander. Da haben wir Kevin Campbell, was er aktuell macht, weiß ich gar nicht, oder wo er aktuell spielt. Baumgartlinger, wir haben Marvin Martip, wir haben Goiko Katscher, wir haben Flum, oh ja, perfekt, man sieht es schon. Wir haben Sunic, wir haben Hermann Hazard Johnson für Mönchengladbach als Offensivtrio. Dann haben wir Konstantin Rausch, spielt ja mittlerweile Border League. Und dann haben wir Club 100 von Douglas Costa für die Bayern. Ich habe, glaube ich, noch im letzten Video zu denen gesagt, dass er, glaube ich, da Club 100 ist, aber er ist hier Club 100. Deshalb, Douglas Costa wird auch hier ins Rennen geschickt, aber sehr schön, die Club 100 direkt mal am Start. Ja, wenn ich mir die Saison 15-16 angucke, ich glaube, da hat Douglas Costa noch mit einer der besten. Der hat ja, ist er dann nach Juve gegangen, da hat er, glaube ich, nicht mehr so abgeliefert, wie sich das alle erhofft haben. Deshalb, das wird jetzt ein sehr spannendes Duell, glaube ich. Ich ziehe die Karten halt immer vor euch, das ist natürlich ein bisschen belastend, aber wir haben Kingsley Coman. Wir haben Bom, Belfodil, Geipel, Nico Schlotterbeck, damals noch bei Union. Dann haben wir Frederik Jensen, wir haben Sebastian Bono, wir haben Correa, wir haben Mergi Mavrai, Matchwinner für Fürth und wir haben Iago für den FC Augsburg. Ja, Coman gegen Douglas Costa. Ist ehrlich gesagt sehr schwer zu sagen, weil Costa war in der Saison krass. Coman hat eigentlich immer starke Saisons. Ich könnte jetzt sagen, ich könnte jetzt das Duell auf die ganze Karriere beziehen. Bin ich aber eher kein Fan von. Ich suche mal leicht dran. Bin ich aber eher gar kein Fan von sowas. Deshalb, ich sage jetzt einfach mal unentschieden. Beide kriegen hier einen Punkt. Sowohl die Matchtags 15-16 als auch die Matchtags 2020-2021. Weil am Ende kann es natürlich immer noch für eine Seite ausgehen. Denn aus 0-0 mach 1-1, das heißt noch gar nichts. Und weiter geht's. Matchtags 15-16 extra. Granit Xhaka. Benedikt Höwedes, ja, ist kein verkehrter. Mann, die kleben ganz schön hier. Wir haben Konrad, wir haben Andreas Görlitz, Alfredo Morales, früher und heute. Finde ich eine sehr geile Kategorie gewesen. Captain von Ajax Zulu. Timothy Chandler von Frankfurt. Wir haben Toni Sunic schon wieder. Philipp Mladenovic, neuer Transfer von Köln. Dann haben wir Lahm, Boateng, Alaba, Benatia für die Bayern als Viererkette. Und wir haben Matchwinner von Raphael. Ja, Raphael Höwedes. Schwierig. Beides eigentlich geile Kicker. Ja, komm, nehmen wir Raphael. Nehmen wir jetzt mal Raphael, aber ich würde sagen, Raphael ist definitiv schlagbar, je nachdem, was mir jetzt die Matchtags extra aus dem Jahre 2020, 2021
so anbieten kann. So, das ist jetzt die Frage. Wir haben Thomas Delaney? Nee. Lazaro auch nicht. Wu Yeong auch nicht. Ups. Wir haben Sven Ulreich. Wir haben Gulle Wu. Wir haben Ralf Fährmann. Uiuiui, Grüß an Kev. Wir haben Benji Pavard als Matchwinner. Könnte das Ganze schon entscheiden. Kainz Drechsler, Flügelzange für den FC. Und wir haben Matthias Ginter. Er ist anscheinend Club 100 gewesen. Denn wir haben auch seine Club 100 hier in diesem Video. Aber ich würde mal mit Benjamin Pavard gehen. Und ich finde auch, Benjamin Pavard ist stärker als Raphael. Deshalb Pavard mit dem 2:1 für die Magitex. Extra 2020, 2021. Und mir ist gerade mal aufgefallen, das kann ja doch unentschieden ausgehen. Lul. Unboxing Lost. Mal wieder am Start. Dann haben wir Joho Park für Dortmund. Wir haben Zigarci für die Hertha. Marco Höger, Ex-Kölner, Ex-Schalke. Philipp Clement. Wir haben Patrick Fabian. Früher und heute von Castagnaro und Marcel Heller. Marcel Heller spielt, glaube ich, auch aktuell Border League. Dann haben wir Simon Jentsch, Marvin Hitz, früher und heute. Wir haben Claudio Pizarro. Wir haben Müller, Hand, Ilicevic. Und wir haben Hattrick-Held von Yoshinori Muto. Und ich finde es so schade, dass die Hattrick-Helden abgeschafft wurden aus den normalen Bundesliga-Serien. Aber ich würde sagen, hier nehmen wir uns Pizarro raus. Und Pizarro ist auch wieder schlagbar für die 2020-2021-Serie. Auch wenn er nicht so einfach schlagbar ist, finde ich. Eieieiei. Aber ich sehe, was jetzt hier gerade von der Karte kommt. Dann ist Mats Hummels und Mats Hummels, würde ich schon sagen, ist schon stärker als ein Pizarro. Gut, wenn man es jetzt auch die gesamte Karriere sieht, würde ich schon sagen, ja, Josh Sargent, Günther Gaipel, wir haben Palacios, wir haben John Córdoba, wir haben Paciencia, wir haben Feig, wir haben Diekmeyer als Matchwinner für Sandhausen und wir haben Pierre Kunde Malong als Allrounder für Mainz. Und ich würde sagen, ja, Pizarro war halt auch brutal. Ich würde sagen, ich gebe den auch nochmal ein Unentschieden. Denn ich will Pizarro gegen Hummels nicht entscheiden. Klar, Hummels hat die deutlich, deutlich bessere Karriere. Aber Pizarro ist schon eine Bundesliga-Legende. Per se würde ich eher Hummels den Punkt geben. Aber ich würde hier gerne beide den Punkt geben. Deshalb steht es aber eine 3:2 für die Matchtags extra 2020, 2021. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt mir gerne euer Ergebnis in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Tschüss, Koski. Peace out. Ich bin raus. Und ciao.